Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Berlin Geschichte. Heute mir gegenüber mein guter alter Freund Jan. Hallo Christoph. Und zu meiner Linken mein lieber guter Freund Georg. Schönen guten Tag ihr beiden. Georg, was hast du hier zu suchen? Ich bin einfach mal wieder dabei. Gott sei Dank. Worüber sprechen wir heute? Ich glaube, heute geht es über den Soldatenkönig. Richtig, heute geht es um den spontan nochmal alle Pläne umgeschmissen, die wir letztes Mal angekündigt haben. Genau. Kein Repetitorium, keine Neuaufnahme. Wir machen ganz spontan was über Friedrich Wilhelm I., den Soldatenkönig, den Sohn von dem schiefen Fritz. Genau, und dem Enkelsohn vom großen Kurfürsten. Ich betone das deswegen immer wieder, weil ich selber an mir immer merke, dass die Jungs immer durcheinander schmeiße, die vier inklusive Friedrich Wilhelm II. Daher die ständige Wiederholung. Wir wollen nicht vergessen, dass wir eine Homepage haben, www.podcastberlingeschichte.com. Wir sind auch bei YouTube und also bitte abonnieren, teilen, liken. Wir freuen uns auf Reichweite, über Reichweite. Vielleicht zur Nachlese. Wir hatten eine Mail von unserem Freund Ulrich, der gefragt hatte, was wir denken darüber, Stichwort Hugenotten, ob die denn gedacht haben, dass die da jetzt dauerhaft weg müssen oder ob sie wieder zurückkommen können nach Frankreich. Georg, was denkst du da so spontan drüber? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ernsthaft dachten, dass die sehr stark katholisch orientierten Franzosen sie nochmal reinlassen. Also insofern gehe ich schon davon aus, dass angesichts dieser sich zuspitzenden konfessionellen Streitigkeiten in Europa sie wussten, dass sie auf Dauer sich umsiedeln lassen müssten. Und das ist ja auch anderen in dieser Zeit oder auch davor schon so gegangen. Nicht zuletzt zum Beispiel den Juden, die aus Südspanien vertrieben wurden nach der Reconquista. Ich kann mir vorstellen, dass einige bestimmt nochmal die Hoffnung hatten, dass die Protestanten in Frankreich das Ruder nochmal rumreißen werden. Aber diese Hoffnung werden sich dann ziemlich schnell zerschlagen haben. Und dann werden sie sich damit abgefunden haben. Und spätestens nach einer Generation, nach zwei Generationen, waren sie auch voll integriert in den preußischen Staat. Ja, also das denke ich auch. Und dann kommen wir auch gleich zum Hörer der Woche, beziehungsweise zum Hörer des Monats. Wir sind ja in den Monatstonus gerutscht. Ulrich! Zum fünften Mal, sechsten Mal, ich weiß es nicht mehr. Ja, Janni, wo waren wir denn beim letzten Mal stehen geblieben? Magst du das nochmal kurz wiederholen? Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Beim letzten Mal haben wir doch über den schiefen Fritz geredet. Genau. Der sich in Preußen selbst zum König hat krönen lassen. Er hat sich vom Kaiser die Genehmigung eingeholt oder erkauft, dass er König in Preußen werden darf und dadurch eine Rangerhöhung erfahren hat, was für Berlin wichtig ist, weil Berlin ist dadurch Residenzstadt eines Königreiches geworden. Genau, und er hat das sich sozusagen erarbeitet, indem er sich in den Habsburger Erbfolgekriegen auf die Seite der Habsburger in Wien gestellt hat. Des Kaisers. Des Kaisers, genau. Und das war quasi seine Belohnung. Er ist König geworden und war ja dann mit dem ganzen Gefolge da auch kurz im Transit, ne, durch Polen, dann nach Preußen, um dort die Krone zu empfangen. Hat auch eine Menge Geld überwiesen nach Wien. Also nicht überwiesen, aber wie auch immer das damals vonstatten ging. Fässer voller Gold. Und das war doch auch König in Preußen und nicht von Preußen, ne? Ja, das war ja nur ein Teil der historischen Landschaft Preußen, wo früher die Prußen gesiedelt haben, ein baltischer Stamm. Genau. Der von den deutschen Orden missioniert wurde, zwangsmissioniert, zum Christentum bekehrt. Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkönig, das ist heute unser Thema. Er hat vom 14.08.1688 gelebt, da ist er in Köln geboren, und ist gestorben, Georg, 1740, in welcher Stadt? In Potsdam, in Richtig. Der Lieblingsstadt. Genau. In seiner Lieblingsstadt. Richtig. Wie kommt das? Habt ihr eine Idee? Ja, Berlin ist anstrengend und dreckig. Und genau, der Verkehr wahrscheinlich, ne? Die ja. U-Bahn, die S-Bahn waren zu laut. Ja, Potsdam ist ganz nett gelegen da an der Havel, ne? Da gab es ja auch schon ein Stadtschloss. Haben ja einige preußische Monarchen dann noch bevorzugt, da zu residieren. Kindheit und Jugend. Er galt als kräftiges, eigenwilliges, impulsives Kind und war von 1689 bis 1692 in Erziehung am hannoveranischen Hof. Dort hat er auch seinen Cousin kennengelernt, Georg August, der denn später der König von Großbritannien war und Kurfürst von Hannover. Den hat er ganz schön oft verprügelt und man hört daraus, dass daraus eine lebenslange Feindschaft entstanden ist. Also die waren sich irgendwie nicht grün. Ne? Ja. Und wahrscheinlich, ja, der Soldatenkönig war ihm, oder Friedrich Wilhelm war der größere, stärkere und das hat Georg August ihm bestimmt nicht verziehen, oder? Einfach mal den zukünftigen
König von Großbritannien verkloppen, in dessen Reich die Sonne auch nicht unterging später. Genau, als er dann später so bekannt war, dann sicherlich beim Bier oder Wein gesagt, dem habe ich mal eine runtergehauen. Na, ich weiß nicht. Also das war ja noch nicht ganz absehbar, dass also dass Friedrich Wilhelm König in Preußen wird, das war schon ziemlich klar dann zu der Zeit, aber dass Georg der Erste dann, also dass Georg dann zu George dem Ersten wird, das war noch nicht so ganz klar. Dazu möchte ich gerne ein bisschen was erzählen. Du hast gerade so selbstverständlich gesagt, Kurhannover. Weißt du noch, was die Goldene Bulle war? Ja, die Goldene Bulle war ja der Ort, wo die Kurfürsten den Kaiser gewählt haben. Ja, das ist das Grundgesetz des Heiligen Römischen Reiches. Aber die Hannoveraner hatten noch keine Kurwürde, oder? Nein, nein, es gab ja 7 Kurfürsten. Zählt sie doch mal bitte alle auf. Ach, Georg, abwechselnd, okay? Brandenburg. Ich habe keine Idee. Brandenburg, Sachsen, Pfalzgraf bei Rhein, König von Böhmen. Und da gab es noch 3 geistliche Fürstentümer, das waren der Erzbischof von Mainz, der Erzbischof von Köln und der Erzbischof von Trier. Und die durften den Kaiser wählen. Jetzt gab es aber den 30-jährigen Krieg, den hatten wir auch in einer Folge behandelt. Und dort ist auch eine 8. Kurwürde entstanden. Und zwar ist dort dann die Pfalz, wurde da kurz rausgenommen, weil die dann protestantisch waren. Und die Kurwürde wird dann an den Herzog von Bayern verliehen, der katholisch. Ich erinnere mich. Der hat die dann auch nicht mehr rausgerückt. Und später, im Jahre 1692, schaffen es auch die Hannoveraner, eine Kurwürde zu erlangen, auch eine Rangerhöhung, also parallel zu dem August dem Starken in Sachsen, der dann König in Polen wurde, Friedrich der Erste in Preußen, dann auch die Hannoveraner, das war ja auch ein sehr gebildeter Hof, ein kunstbeflissener Hof, hat man da auch schon erzählt, dass Leibniz dort auch engagiert war. Die Kur Hannover war dann der Herzog von Braunschweig-Lüneburg. Ja, die Hannoveraner, die sind dann auch im ganzen 18., 19. Jahrhundert, waren die ja auch Könige von Großbritannien. Auch Großbritannien hatte im 17. Jahrhundert sehr viele Religionsschwierigkeiten. Es gab auch Bürgerkrieg, Katholiken, die Jakobiten, hießen die Jakobiten, ne? Jacob aus dem Hause Stuart. Und das Parlament hat dann aber auch in der Glorious Revolution von 1689, meine ich, die Macht mehr und mehr an sich gerissen, sodass die absolute Monarchie in Großbritannien in Richtung konstitutionelle Monarchie ging. Das hatten wir in der Schule alles mal im Geschichtsunterricht. Und dann gab es diesen Act of Settlement 1701, der hat festgelegt, dass bitte keine Katholiken mehr auf den englischen Thron sollen und dass die Thronfolge ab jetzt sich auf Sophie von der Pfalz bezieht. Das war eine Protestantin, Sophie von der Pfalz. Die war dann verheiratet mit Ernst August von Braunschweig-Lüneburg, also mit dem Kurfürsten von Hannover. Und die hatten 2 Kinder. Zum einen Georg den Ersten, der verkloppt wurde von dem Soldatenkönig. Und der wurde dann später, 1714, war der König George der Erste aus dem Haus Hannover auf den Thron von Großbritannien. Es gab da George 1, 2, 3 im 18. Jahrhundert englische Könige. Sehr interessante Geschichte auch. Aber eine andere Tochter von Sophie von der Pfalz und Ernst August von Braunschweig-Lüneburg war auch Sophie Charlotte. Das ist die Frau, nach der Charlottenburg benannt wurde. Und das war die Frau von Friedrich dem Ersten, von dem ersten König in Preußen. Okay. Jetzt hatte die Sophie Charlotte, also aus dem Hause Hannover, einen sehr kulturell engagierter Hof und Friedrich der Erste, ein sehr pompöser Hof, hatten ein Kind und das ist der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm der Erste. Der Typ, den er verkloppt hat, George der Erste, der hatte auch eine Tochter und zwar Sophie Dorothea und das ist dann seine spätere Frau geworden. Er hat dann seine Cousine geheiratet. Und das fand ich so lustig, wenn man die Porträts dieser Leute sieht. Moment, dann kann man eigentlich nur Kleid gegen Uniform tauschen und dann sehen die sich total gleich aus. Also Friedrich Wilhelm, der Erste, der Soldatenkönig, sieht eigentlich genauso aus wie seine Frau Sophie Dorothea, fand ich zumindest. Guck dir die Bilder mal an. Das sieht man ja auch noch beim Ersten Weltkrieg, ne? Mit Kaiser Wilhelm und dem Zaren und, dem König. Victoria ist auch noch aus dem Haus Hannover, später Sachsen-Coburg-Gotha. Aber warte mal jetzt, ich möchte es nochmal wissen. Der König, den er verprügelt, ne? Jo. Den Engländer. Dessen Tochter heiratet er? Ja. Aber das ist ja nicht seine Cousine. Das Kind vom Cousin ist ja nicht dein Cousin. So irgendwie Großcousin oder Großcousine oder sowas. Ja, wir steigen wieder ein in der Kindheit. Er lehnt früh dieses Musische seiner Mutter und das Prunkvolle des Vaters ab. Und ich fand es lustig, mit 6 Jahren bekommt er das Kommando über eine Kavallerie und ein Infanterieregiment. Das ist schon irgendwie lustig. Ja, ich meine, wenn man weiß, dass man König wird, dann kann man im Sandkasten da schon alles durchspielen, oder Janik? Ja, das war nicht unüblich, dass die
jungen Monarchen dann schon mal irgendwelche Verantwortung bekommen haben. Und ja, klar, das ist ein Vorteil der Monarchie, dass man da, wenn man weiß, dass man später herrschen muss, dass man sich seine ganze Kronprinzenzeit schon darauf vorbereiten kann, wenn man denn da entsprechende Ambitionen hat, das gut zu machen. Des Weiteren verschleißt er in seiner Kindheit 4 Hauslehrer, so richtig Lust auf, also auf Wissenschaft zumindest hat er nicht, ob er nur auch keine Lust hat auf Bildung, das ist jetzt nicht ganz klar. Er macht mehrere Bildungsreisen nach Holland und hier so ein kleines Zitat, was so ein bisschen gut illustriert, wie er so als kleiner Bub schon drauf war. Angesichts der nahezu unkontrollierten Verschwendung am Hofe, also von seinem Vater, legt er sich mit 10 Jahren ein eigenes Ausgabenbuch mit seinen Ausgaben an. Neben dem Sinn für Sparsamkeit entwickelte sich immer mehr der Sinn für das Militärische. Statt im Schlosspark zu spielen, kontrollierte er Bekleidung, Bewaffnung der Schildwachen. Ja, und dann kriegt er auch zu Weihnachten, ja, wer kriegt das nicht zu Weihnachten, einfach mal ein Gut geschenkt, das Gut Wusterhausen, Königs Wusterhausen. Und dort exerziert er im Kleinen das, was er später als König auch durchsetzen wird. Er schafft es, dieses runtergekommene, verwahrloste Gut innerhalb von 10 Jahren zu einem Musterbetrieb zu machen, also in finanzieller Hinsicht. Und auch dort bildet sich die Keimzelle dieser sogenannten langen Kerls, wo er die ersten Soldaten, die richtig groß sind, da geht er ja später dann durch die Lande und gibt sehr viel Geld aus, um diese großen Soldaten überall zu rekrutieren. Und er wird dann von seinem Vater auch als Mitglied im Geheimrat eingesetzt. Und dort bemerkt er früh die Machenschaften des sogenannten Drei-Grafen-Kabinetts. Das hatten wir in der letzten Folge schon mal angesprochen, Georg. Das Drei-Grafen-Kabinett, das waren letztlich 3 hohe Beamte, die sich im hohen Maße Geld in die eigene Tasche gesteckt haben, den Staat beraubt haben. Das hat sein Vater, der schiefe Fritz, wohl nur bedingt mitbekommen. Aber diese Machenschaften deckt er sehr früh auf und sorgt auch für eine Untersuchungskommission, die damit endet, dass dieses Drei-Grafen-Kabinett ja, beendet wird, diese Machenschaften beendet wird. Und das kann man sicherlich sagen, war sein erster großer politischer Erfolg. Ja, dann wird er volljährig und er sammelt seine ersten Erfahrungen im Krieg. Er darf nämlich am Spanischen Erbfolgekrieg teilnehmen, seinen Vater begleiten in Flandern und er ist total begeistert von der Front. Es gibt sogar so, ich bin darauf gestoßen, dass er um Fronturlaub bittet, aber nicht im Sinne von der Front abgezogen zu werden, sondern Papa, Papa, bitte nimm mich mit in den Krieg. Ja, ist ein bisschen strange. Auch in der verlustreichsten Schlacht in dem Krieg war er da beteiligt in Flandern. Das war so ja, eine genau. Der größten da. Ne? Ja, hat er irgendwie so ein, das war die schönste Zeit in seinem Leben, hat er später gesagt. Also er hat richtig so einen Kriegsfimmel dann entwickelt. Ne? Schon irgendwie ein bisschen komisch, ne? Ja, deshalb Soldatenkönig, ne? Ja. Später. Und dann wird er König, sein Vater stirbt und er schafft es innerhalb von kürzester Zeit, also ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass er dieses Prunkvolle seines Vaters wirklich abgelehnt hat und wir hatten ja auch alle diesen schönen Vortrag in Vorbereitung gehört vom Professor Mau, der im Museum Potsdam einen Vortrag gehalten hat über den Soldatenkönig, da er auch geschrieben hat, dass dieser Vater-Sohn-Konflikt ja immer diese 4 Könige oder diese 4 Hohenzollern-Herrscher. Diese 4 Hohenzollern-Herrschern da auch irgendwie durchzieht als roter Faden und hier auch. Und das sieht man halt sehr schön, als er an die Macht kommt, was er alles verändert. Er schafft es in der kürzester Zeit, die Hofausgaben alleine von 276.000 Talern auf 55.000 Talern zu reduzieren und macht eine massive Stellenkürzung. Und hier mal einen 30-sekündigen Absatz, den ich euch vorlese, der das sehr gut illustriert. Von den 24 Schlössern seines Vaters behielt Friedrich Wilhelm I. nur 6. Die anderen wurden verpachtet oder veräußert. Der Lustgarten wurde in einen Exerzierplatz umgewandelt. Steinerne Säulen dienten als Baumaterial. Bronzene Statuen wurden zu Kanonen gegossen. Bronzene Kanonen, auch nicht schlecht, ne? Die Hofkapelle wurde aufgelöst. Die kostbaren Weine, der Krönungsmantel, Karossen, Pferde, Sänften, Tafelsilber und Möbel wurden verkauft oder versteigert. Man kann sich übrigens richtig vorstellen, dass der sich da schon eine Liste gemacht hat. Ne? Das mache ich, das mache ich, das mache ich. Inventur und dann das Tafelsilber verscherbelt. Ja. Das wirkt alles total vorbereitet, ne? Die Einsparungen bei den Hoferhaltungskosten ließen den Hofstaat schrumpfen und brachten einige Hoflieferanten Einbußen oder sogar den Konkurs. Die Irritationen auch wegen der gesunkenen Verbrauchersteuer waren nach einem Jahr überwunden. Akademien erhielten keine Förderung mehr. Die Oper wurde geschlossen. Mit dem kulturellen Kahlschlag setzte ein plötzlicher Exodus der Künstler aus Berlin ein. Friedrich Wilhelm verbot die üppigen Allonge-Perücken. Stattdessen wurde der Soldatenzopf verordnet. Was war das für eine Perücke? Ja, die sieht man auf den alten Gemälden immer um 1700 rum, diese langen, lockigen, braunen Haare. Und dieser Soldatenzopf, das ist weiße Perücke und hinten mit so einem langen Zopf und einem Schleifchen. Und das ging dann manchmal runter bis zum Hintern.
Statt so ein bisschen Fukuhila-mäßig. Nein. Sieht man da mit dem Dreispitz später mit diesen dreikantigen Hüten und dann der Soldatenzopf darunter. Das ist dann im 18. Jahrhundert in Preußen die, oh, in ganz Europa die vorherrschende Mode. Ja. Sag mal, ihr beiden, gab es eigentlich im Westen auch Fukuhila? Ja. Ja, aber selbstverständlich. Ja, freilich, ja, klar. Ja. Mhm. Wart ihr auch Fukuhila, Jörg? Nee. Ich wollte nee, es und dann mit einem schönen Jeansanzug, ne? Ja. Mit Jeansjacke. Mit Jeansjacke. Mit Jeansjacke. Ein paar fiese Fotos von meinem Vater, der hat die Mode mal mitgemacht in den 80ern, aber ja. Statt prunkvoller Gewänder herrschte nun der schlichte Soldatenrock vor. Mit diesem Radikalprogramm beendete der König in kürzester Zeit den bis dato vorherrschenden Prunk und Luxus. Offen gegen den Sparkurs zu demonstrieren, wagte aus Angst vor dem König niemand. Die Sparmaßnahmen waren nur bei denen unpopulär, die davon betroffen waren. Bei den Sparmaßnahmen machte auch vor sich nicht Halt. Von den 700 Zimmern des Berliner Schlosses bewohnte er nur 5. 2 Pagen genügten ihm zu seiner persönlichen Bedienung. Entschuldigung. Das Berliner Schloss, Janni, welches ist das jetzt? Das Stadtschloss. Das Stadtschloss, das, was jetzt wieder aufgebaut wurde. Ne? Ja. Völlig untypisch für diese Zeit legte er größten Wert auf Sauberkeit und Hygiene, um ansteckende Krankheiten zu vermeiden. Er hegte eine tiefe Abneigung gegen diplomatische Konventionen und höfische Etikette, was sich auf seinen Regierungsstil auswirkte. Ordnung, Sauberkeit, Disziplin, Fleiß, da hast du die preußischen Tugenden. Richtig. Da kommen sie her. Dann bin ich, er fördert den Merkantilismus. Georg, kannst du vielleicht so 2 Stichworte noch dazu sagen zum Merkantilismus? Na, er fängt eben einfach an, sehr, sehr viel im eigenen Land produzieren zu lassen. Ja, und das lässt sich unter anderem an der Tuchmacherei festmachen. Er sagt eben, alles Tuch, was die Soldaten für ihre Röcke brauchen, soll bitte im Land produziert werden. Ja, es soll nicht importiert werden. Und im Zweifelsfall will man die Wirtschaft so einstellen, dass man alles selbst produziert oder sogar exportiert. Ja, und dadurch eben in diesem Sinne wirtschaftlich prosperiert. Hast du eine Ergänzung? Ja, so dass halt Kapitalabfluss vermieden wird ins Ausland. Übrigens, Georg, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir sagen ja gerne Ergänzung. Ich wurde tatsächlich angesprochen, ist das ein echtes Wort? Gibt's das? Also, ich glaube, wir haben das jetzt so erfolgreich Running durchgezogen. Gag. Das landet bald im Duden, Christoph. Ja, genau. Sprache ist Konvention. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe das so abgespeichert, das ist doch der mit den langen Kerls, der Soldatenkönig, der nie einen Krieg geführt hat. Habt ihr das auch so abgespeichert? Ja. Weiß ich nicht genau, aber... Ja. Stimmt aber nicht. Stimmt aber nicht, genau. Also er hat einen Krieg geführt und zwar, Janni, weißt du welchen? Eine militärische Spezialoperation gegen Schwedisch-Pommern. Genau, richtig. 1715 im Pommernfeldzug gegen die Schweden, genau. Und mit minimalen Gebietsgewinnen, also Usedom, Teile um Stettin und Wulin. Ja. Genau. Ja, die Odermündung da zur Arrondierung des preußischen Territoriums hat er aber als neutrale Macht besetzt eigentlich. Also Preußen war dann eigentlich immer neutral, auch im großen Nordischen Krieg. Und da hat sich ja eher Russland mit Schweden geprügelt, aber da wollte er seinen Anteil abhaben. Dann schaffte er es innerhalb seiner Regentschaft, das stehende Heer von ca. 40.000 unterm schiefen Fritz auf bis zu 60.000 Mann zu erhöhen. Also ich hab einmal 70.000 gelesen, ich habe immer 80.000 gelesen, also mehrere 10.000 Soldaten mehr. Und in diesem von mir schon erwähnten Vortrag haben wir diesen schönen Punkt gehört, dass die Armee für den Soldatenkönig als sozioökonomischer Faktor galt. Also im Sinne von der Bewirtschaftung der Armee, die das an Kleidung herstellen. Der hat eine Wehrpflicht eingeführt und auch dafür gesorgt, dass die Adligen, die Zweit- und Drittgeborenen, dass sie ein Offiziere werden sollten. Ja, also ich habe auch gelesen, dass die Armee 80% des Staatshaushalts verschlungen hat. So, aber klar hat natürlich auch, wie Georg, wie du erwähnt hast, durch die Tuchproduktion ja auch für, es war ein Wirtschaftsfaktor und hat natürlich auch dafür gesorgt, dass halt gewisse Betriebe dann, die Armee versorgt haben, natürlich dann auch prosperiert haben. Ja, mit den Adeligen, das ist so eine Sache. Also er hat ja, sein Vater hat da noch so ein pompöses Begräbnis ermöglicht, weil er sich das so gewünscht hatte. Und danach, wie du erwähnt hast, hat er alles abgekappt und auch sehr viele Hofbeamte entlassen oder Aristokraten die Hofhaltung reduziert. Und das war ja im Barock so, wenn man an den Sonnenkönig denkt. Der Sonnenkönig, Ludwig XIV., hat ja die ganze Aristokratie an sich gebunden, indem er halt diese kostspielige Hofhaltung halt auch eingeführt hat. Und das war auch ein politisches Instrument. Und das fiel jetzt ja in Preußen weg. Und damit die Aristokratie eingebunden wird in den Staat, hat er halt die ins Militär integriert. Und das ist ja noch bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts der Fall, ne? Ja.
im Ersten Weltkrieg. Und es gab ja auch eine interessante Doku über die Habsburger, wie auch die Habsburger sich noch während des Zweiten Weltkrieges, da sind ja sehr viele Adlige sich auch an Hitler geschmiegt haben und auch mit in der Wehrmacht. Die Hohenzollern meinst du? Die Hohenzollern, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch sicherlich andere Adlige von der getan haben. Das ist jetzt eine Behauptung. Klar, nö, das war. Da kann ich noch mal kurz was erwähnen. Du hattest ja diesen Hetzgarten, fandest du ja so spannend. Ja, aber du musst noch Georg sagen, was der Hetzgarten war. Das ist lustig. Ja, der Hetzgarten, die haben also an die Berliner Bastion am Alexanderplatz, sie haben einen Festungsgürtel um Berlin gebaut im 17. Jahrhundert, noch der große Kurfürst. Und in einer dieser Bastionen haben die eine Art Amphitheater gebaut und dort haben die wilde Tierjagden und veranstaltet, also Gladiatorenkämpfe. Und auch das wurde dann natürlich liquidiert, weil es war einfach pompös und Hofhaltung und war es teuer, da diese Schaukämpfe zu machen. Und dort wird dann das Königlich-Preußische Kadettenkorps gegründet, 1717 in diesem Hetzgarten. Das Gelände wird dann der Ausbildung der jungen Aristokraten vermacht. Ich denke aber dafür, wofür jetzt der Soldatenkönig, glaube ich, am berühmtesten ist bis heute, das sind die langen Kerls. Also Georg, was hast du da abgespeichert unter den langen Kerls? Naja, sehr, sehr große Männer, die Soldaten werden. Genau, richtig. Also die sollten über 1,88 habe ich gelesen. Mhm. Und dafür hat er richtig viel Geld ausgegeben in Ungarn, Kroatien bis hin zur Ukraine, dort halt Soldaten zu identifizieren, die ihm diese Größe haben. Aber wisst ihr, was der Hintergrund ist, warum die so groß sein sollen? Jani? Also die Gewehre waren relativ lang und damit sie eine Feuerkraft entwickeln, also der Lauf von dem Gewehr. Und es waren ja Vorderladergewehre und die muss man so von oben dann reinstopfen im Ladestock. Hat auch später der alte Dessauer hat den eisernen Ladestock eingeführt, sodass man dann schneller schießen konnte im Peloton. Quatsch, in der Linie. Und das war natürlich vorteilhaft, wenn man da ein bisschen größer war. Es war jetzt nicht wirklich ein strategischer Vorteil, es war schon so seine Zinnfiguren, es war seine Eisenbahnplatte im Keller, das war so sein skurriles Hobby, was er dann doch hatte. Ja. Das ist, glaube ich, auch mehrfach verfilmt, ja, da gibt es auch Videos, die das auch mehrfach illustriert haben. Haben alle langen Kerls, haben sich jetzt versteckt vor den Feldjägern, also vor den Rekrutierungskommandos, die Preußen waren ja immer relativ hart darin, irgendwie Leute für die Armee einzuziehen und da floss auch immer viel Alkohol und so. Die Rekrutierung, die waren dann schon berüchtigt. Dann haben sie zum Teil schon die Kirchenglocken geläutet, wenn so ein Rekrutierungstrupp ankam, damit sich alle Leute im Heu verstecken. Alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Da sind auch viele dann geflohen, aber später, es wurde dann auch verboten, aber später haben auch ausländische Monarchen zum Teil Geschenke an den König gemacht in Form von langen Männern. Ich finde das, wenn man so zum Beispiel in einem Museum ist oder in einem Freilichtmuseum oder auch in alten Bauernhöfen, da sieht man immer, dass die Türen so klein sind. Ne? Also das ist, als wenn die Leute früher irgendwie kleiner waren. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Ne? Aber das macht es ja noch umso schwieriger, so große Leute auch zu finden. Ne? Das ist vielleicht heute leichter, keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, die durchschnittliche Körpergröße war tatsächlich kleiner früher. Ja, das glaube ich auch. Aber sagt mal, ihr Lieben, ich habe noch mal eine Frage. Also ich meine, wenn das jetzt so ein großer Militarist ist, ja, und dann kommt er 1713 auf den Thron und dann ist 1715, er führt einen einzigen Krieg. Und dann herrscht er ja noch 25 Jahre, wenn ich das richtig rekonstruiere. Ja. Warum hat er denn keinen weiteren Krieg geführt? Könnt ihr da irgendwas zu sagen? Also ich glaube, es ist eine generelle Friedenszeit in Europa, konfliktarm. Und weißt du, wenn man Militarist ist, dann macht man ja manchmal gerne Krieg. Friedenszeit hin oder her. Ich glaube, er wollte auch, das ist so ein bisschen wie das schöne Auto in der Garage, was du die ganze Zeit putzt und so und dir auch zu schade bist, vom Hof zu fahren, damit es dreckig wird. Er wollte seine schöne Armee nicht in einem kostspieligen Krieg ruinieren, natürlich. Er war ja auch sehr sparsam und er hat das wirklich als Instrument genutzt, um seine Machtstellung auszubauen. Also Preußen, also Brandenburg ist ja arm an Ressourcen, ist ja nicht viel hier außer Sand. Und dann im Großen Nordischen Krieg sind auch einmal die russischen Truppen durch sein Territorium getrampelt, durch Ostpreußen, um zum Schweden zu kommen. Und das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Das war aber in der Zeit, als der schiefe Fritz, glaube ich, noch an der Macht war. Ja, und er noch nicht König war. Und das hat ihn total gewurmt und gesagt, hätten wir jetzt hier ein größeres stehendes Heer, die hätten das nie gewagt, hier einfach durchzumarschieren. Ja. Und ich glaube, das war sogar eine Zeit, als der schiefe Fritz auch in irgendwelchen militärischen Aktionen in Holland gebunden war und die Armee gar nicht da war, meine ich. Da sind die doch noch in so einer Nacht- und Nebel-Aktion über
in so einem bei Rome Total War im Computerspiel wurde das heißen Gewaltmarsch zurückgekehrt. Ja, ja, klar. Wolltest du was sagen, Georg? Hast du eine Hand gehoben? Nee, ach so, nein. Setzen. Ja, genau. Du, und dann holt ihr doch irgendwie auch noch Protestanten nach, nach Berlin, oder? Salzburger irgendwie. Was war da los? Ja, der Erzbischof von Salzburg, der hat seine ganzen Protestanten aus dem Land gejagt. Und die hat der König dann sehr gerne bei sich aufgenommen. Also um das Land zu pöblieren. Friedrich Wilhelm sprach auch schlecht Deutsch. Also der hatte ja auch französische Hauslehrer. So Latein konnte er nicht verstehen. Aber im Merkantilismus ist das ein sehr ambivalentes Menschenbild. Zum einen finde ich es gut, weil der Reichtum eines Landes bemisst sich an seinen Einwohnern. Das heißt, je mehr Leute irgendwo wohnen, desto mehr kann produziert werden, desto mehr kannst du exportieren, desto wohlhabender ist ein Land. Was ja eigentlich ein sehr positives Menschenbild ist. So, aber man muss da natürlich auch gucken, dass man seine Ressourcen dann nicht verschleißt. Ja. Er hat die Protestanten aus Salzburg aufgenommen, 15.000 waren das, und die hat er nach Ostpreußen dann geschickt. Es gab eine Pest in Ostpreußen 1709 und die Länder waren da ziemlich entvölkert. Die Pest hat kurz vor Berlin Halt gemacht. Aber Prenzlau? Prenzlau, genau. Ne? Kannst du vielleicht zur Charité noch gleich was erzählen, wenn du möchtest. Aber diese Salzburger Protestanten wurden dann dort angesiedelt. Das war 1732, am 30. April, auf Einladung Friedrich Wilhelms I., der das wenig bevölkerte Preußen pöblieren will, treffen über 15.500 Salzburger und 500 böhmische Religionsflüchtlinge protestantischen Glaubens in Berlin ein. Also die nimmt er dann auf. Das sind meine Glaubensbrüder. Die dürfen hier ankommen. In Zehlendorf an der Dorfkirche empfängt er die auch. Den böhmischen Brüdern weist der König Bauplätze in der Friedrichstadt zu und schenkt ihnen Baumaterialien. Und 1737 ziehen in einer zweiten Einwanderungswelle weitere 700 Böhmen nach Berlin, unter anderem nach Böhmisch-Rixdorf. Das ist übrigens auch interessant, wenn man überlegt, was hast du gesagt, 15.000, ja? 15.500. Ich meine, dass Berlin, glaube ich, so um die 40.000 Einwohner hatte, 50.000 Einwohner. Das ist ja wahnsinnig viele Leute. Weniger sogar, oder? Nee, ich glaube, das war so um die 40.000. Ja. Also 1719, eine erste Volkszählung in Berlin ergibt rund 64.000 Einwohner, davon sind 20% Hugenotten. Wahnsinn. 64.000, ja, also Berlin ist eine bisschen, stark wachsende Stadt. Wir hatten ja zum Ende des 30-jährigen Krieges 6.000, dann hatten wir um 1690 rum, hatten wir ungefähr 20.000, 25.000 und jetzt haben wir 1719 schon 64.000 Einwohner, die sich alle in den neu gegründeten Vorstädten niederlassen, zum großen Teil, die ich in einer Folge auch erwähnt hatte. Ja. Okay, also letztlich agiert der Soldatenkönig wie sein Großvater mit den Hugenotten und nutzt dieses Potenzial an im Zweifel auch klugen, fleißigen, intelligenten Leuten, vielleicht auch nicht nur, um das eigene Land aufzupäppeln und zu bevölkern. Aber es ist nicht nur tolerant, er schmeißt die Juden auch wieder raus. Ja, das stimmt. Jetzt vielleicht mal an der Stelle würde ich gerne einen 4-minütigen Einspieler mal reinnehmen von dem Professor Mau. Professor Mau ist ein emeritierter, mittlerweile leider verstorbener Kinderchirurg der Charité, der im Potsdam-Museum eingeladen war zu einem Vortrag. Und da habe ich mal ein paar Sachen rausgeschnitten und hier mal reingetan. Sehr toll. Viel Spaß. 4 Minuten. Das Pesthaus ist errichtet worden, weil 1709, 1710 von Ostpreußen über Vorpommern die Pest auf Berlin zuzurennen schien und in aller Eile ein von Friedrich I. ein Gebäude errichtet wurde, in dem Pestkranke untergebracht werden sollten. Gott sei Dank machte die Pest in Höhe von Prenzlau Halt. Und so stand dieses Pesthaus, was als solches gedacht war, leer und harrte seiner weiteren Verwendung. Es war dann zunächst Garnisonslazarett. Aber die anderen hier angeführten Punkte, das Theatrum Anatomicum, das ist möglicherweise noch von Friedrich dem I. geplant und finanziert worden. Das Berliner Collegium Medico Chirurgicum und das Berliner Medizinaledikt, das die erste Standesordnung für Ärzte überhaupt auf der ganzen Welt, ist ein Werk Friedrich Wilhelms I. Und genauso verfügte dieser Monarch 1726, dass die Charité geöffnet werde für gleichsam jedermann.
für Arme und Reiche. 1714, der König war ein Jahr lang auf dem Thron, verbot er in einem der ersten Edikte Hexenprozesse. Man kann sich schlecht vorstellen, dass 1713 noch in Preußen eine Hexenverbrennung stattfand. Das ist scheinbar heute ein Anachronismus. Aber dieser junge Monarch sah sich verschiedenen Dingen, die wir heute für sehr wichtig halten, verpflichtet. Er war gottgläubig. Er setzte das Recht über alles. Er vertrat den Standpunkt, dass jeder Mensch lesen und schreiben lernen müsse, führte die Schulpflicht ein, wir kommen dazu noch, und er sicherte die physische Existenz seiner Untertanen. Er bewahrte sie willentlich vor Hunger und er wollte, dass sie ihren Lebensunterhalt selber verdienen. Die Leibeigenschaft wurde durch Friedrich Wilhelm I. am 10. Juli 1719 abgeschafft und in die Erbuntertänigkeit umgewandelt. Dies war in Bezug auf die individuelle Freiheit ein wesentlicher Schritt nach vorne und er setzte die Bauern in eine Vergleichsweise gegenüber dem Leibeigenen in Bezug auf Frondienste, Abgaben zu erbringende Dienstleistungen in eine wesentlich bessere Situation. Hier ist angeführt, dass Friedrich Wilhelm I. unter Beurlaubung des gesamten Lehrkörpers der Universität Frankfurt ein Chirurgicus, das war damals nicht mal ein richtiger Arzt. Man unterschied damals noch zwischen Chirurgen und Ärzten. Aber dieser Chirurgicus Brandhorst hat ihn wahrscheinlich von einer Phlegmone befreit. Die Historiker streiten sich heute noch darüber, was er eigentlich getan hat. Aber er wollte diesen Chirurgicus promovieren, zum Doktor machen. Das gab es eigentlich für Chirurgen nicht. Und da er aber seinen Willen durchsetzte und der Ansicht war, dass sein Wille heilig ist, von Gott gegeben ist, jagte er die gesamte Fakultät davon. Er nannte sich kurzfristig selber zum Dekan und promovierte ihn mit diesem Spruch. Hiermit kröne ich euch zum Doktor. Ihr seid der wahre Doktor und ihr, damit meint er den Lehrkörper, seid wahre Blattscheißer. Und er schickte sie nach Hause. Ja, Meinungen zu diesem Wortbeitrag? Herr Chirurgicus, Herr Doktor, was ist denn eine Phlegmone? Na, eine Phlegmone ist so eine flächenhafte Entzündung. Eigentlich. Ach wirklich? Das hat nichts mit Phlegmatismus zu tun? Nee, das ist so quasi, also Abszess ist ja so mit Eiter, so eine Beule, Entzündung, und Phlegmone ist eher so flächenhaft und du hast nicht so richtig Eiter. Ja, aber das, ich habe mich auch gewundert, wie er das behandelt haben wollte, weil sowas schneidest du eigentlich nicht raus, sondern gibt es Antibiotika oder so, was es ja damals nicht gab. Weggeätzt mit Quecksilber vielleicht oder Blei? Vielleicht einfach von alleine weggegangen. Ausgebrannt. Ja. Aber da kommt doch wieder dieser absolute Monarch auch durch, der einfach sich da selber zum Direktor der Universität ernennen kann. Und das zeigt aber auch sehr deutlich seine ganze despektierliche Wissenschaftsbetrachtung. Ja. Also der hält nicht viel von Wissenschaft, Kunst und Forschung, sondern ist da sehr pragmatisch veranlagt, dass er sagt, ja gut, der hat mich jetzt geheilt, dann bist du doch wer, dann kannst du doch was. Ja, Georg, so leicht kann man Dekan werden, oder? Ja. Das waren Zeiten, braucht man ja auch wieder nur die Gunst des Königs zu erwerben. Ne? Aber dazu hätten wir auch wir uns eine Uniform wahrscheinlich anziehen müssen. Aber ich finde, trotzdem ist der Beitrag ja wertvoll, weil er nochmal zeigt, dass jetzt nicht nur ein Soldatenkönig, der die Armee gepimpt hat, sondern mit der Schulpflicht, das ist schon toll, und Leibeigenschaft abschaffen. Und also waren ja ein paar Sachen jetzt erwähnt, wo er wirklich positiv gewirkt hat. Ja. Es ist ja auch im Sinne des Merkantilismus, dass er seine Human Resources nicht verschleißen möchte. Ich habe was zu diesem Hexenprozess, der da erwähnt wird. 1728, der Prozess gegen die Müllers Tochter Dorothea Steffin, die sich selbst beschuldigt, mit dem Teufel verkehrt zu haben, ist der letzte Hexenprozess in Berlin. Das Kriminalgericht attestiert ihr geistige Verwirrtheit und ordnet ihre Unterbringung im infamen Loch zu Spandau im Zucht- und Spinnhaus an. Bitter.
Ja, aber Hexenprozess dann aber auch so gelöst, ja, Kind, dir geht's nicht gut, wir sondern dich vielleicht mal von der Umwelt ab, damit du dich und andere nicht gefährdest. Ich weiß nicht, wie man das ethisch vertreten soll, aber sie ist auf jeden Fall nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Zu der Schulpflicht habe ich auch noch etwas. Also die wurde wirklich umfassend erst 1850 eingeführt. Ja, ich glaube, es war auch am Anfang so im Sommer, jetzt wegen auf dem Feld arbeiten, kann ich nur vermuten, Ja, irgendwie nur definitiv. zweimal die Woche und dann im Winter jeden Tag irgendwie. Ja. 28. September 1717. Aufgrund der Beschwerden der Geistlichen wird in Berlin und im übrigen Preußen durch königliche Ordre die Schulpflicht vom 5. bis zum 12. Lebensjahr eingeführt. Warum? Auf geistliche Beschwerden. Sind die Leute unverschämt? Sind sie zu ungebildet? Eltern müssen ihre Kinder im Winter täglich, im Sommer wegen der Hilfe in der Landwirtschaft zweimal wöchentlich in die Schulen schicken, in denen Lesen, Schreiben, Rechnen und Religion gelehrt wird. In der Folge entstehen zahlreiche Volksschulen, für die 6 Pfennige Schulgeld pro Woche zu bezahlen sind. Aber das, also durchgesetzt wird es auch erst 1850. Aber ne, da soll ja dieser Pietismus schon mal vermittelt werden, dann auch in den Schulen. Ne? Ja, nicht nur das. Ich meine, also ich weiß es jetzt natürlich auch nicht, aber man kann ja überlegen, ob die geistigen Beschwerden nicht zum Beispiel daher kommen, dass genau nach pietistischer Idee, wir sollten vielleicht noch ein Wort dazu verlieren, was Pietismus eigentlich ist, aber nach pietistischer Idee ist ja wichtig ist, dass alle in der Bibel lesen können. Und das heißt irgendwie, alle Erwachsenen müssen im Grunde eigentlich lesefähig sein, um dann in der vernünftigen Art und Weise an der religiösen Praxis partizipieren zu können. Man kann sich gut vorstellen, dass das auch dann wiederum solche Kalkülator. Beschwerden Ja, motiviert, ja. im Sinne des Protestantismus, dass halt nur Gottes Wort gilt, das aber jeder sich selber aneignen kann in der Bibel. Genau, aber im Sinne eben an dieses gesteigerten Protestantismus, den der Pietismus darstellt. Ja, also das heißt irgendwie der Pietismus, der eben eine besondere Form von Gottesfrömmigkeit und einem sehr gottesausgerichteten oder religiös ausgerichteten Lebensstil bedeutet und eben auch ein Stück weit diese preußischen Tugenden natürlich favorisiert, von denen schon die Rede war, dass man eben in einer besonderen Weise fleißig und arbeitsam und ansonsten eben religiös orientiert sein soll. Und das hat damit zu tun, dass man dann auch in der Bibel zu lesen hat und dass man eigentlich jeden Tag irgendwelche Bibelsätze konsumiert. Und das kann man eigentlich nur machen, wenn man gebildet ist. Aber dann bitte nur die Bibel. Ja. Und nichts anderes, keine Romane oder Heftchen oder Literaten. Also Friedrich Wilhelm, der Soldatenkönig, war ein sehr religiöser Mann, sagte er wohl so auch von sich im Sinne des Pietismus. Ich habe noch, bevor wir so in den letzten Teil des Podcasts gehen, möchte ich noch einmal mit 90 Sekunden Professor Mau nerven, aber wirklich in Anführungsstrichen, weil es nochmal ein wertvoller, abschließender Beitrag ist zum Soldatenkönig. Als Friedrich Wilhelm starb, hinterließ er ein Königreich, das nach wie vor zersplittert war. Er hat einen einzigen Krieg geführt, den kleinen Nordischen Krieg. Im Resultat des Nordischen Krieges hat es in diesem Preußen einen Gebietszuwachs gegeben. Die Inseln Wollin und Usedom, die wurden damals den Schweden abgenommen, ein bisschen von Vorpommern. Das übrige Land war so, wie er es übernommen hatte von seinem Vater, mit den rheinischen Besitztümern, mit Kleve, Jülich, der Grafschaft Mark und sogar Neuchâtel war noch dazu, Ostpreußen natürlich das Königreich. Dieser König hat in seinem Land die Schule eingeführt, er hat das Recht eingeführt. Er hat die Wehrpflicht eingeführt, er hat das Land finanziell gesunden lassen. Als er starb, hinterließ er seinem Sohn Friedrich II. Eine wohlgefüllte Staatskasse, sodass dieser 3 große Kriege führen konnte, die dann zu der Vergrößerung Preußens geführt haben. Er war ein König, der, heute würden wir sagen, die Daseins Vorsorge zu seinem Schwerpunkt machte. Die Menschen sollen leben können, sie sollen lesen können, sie sollen das Gefühl haben, Recht zu bekommen. Und unter diesem Gesichtspunkt ist dieser König interessant und auch heute noch für uns ein Beispiel. Meinungen?
Ergänzung, ja. Ich das ist übrigens immer bei Star Trek. Wenn die in diesem Next Generation, da gibt es auch diese, da gibt's auch diese Lounge, wo die dann sich immer treffen und sich besprechen, der Offiziersstab. Und dann sagt Picard häufig Meinungen. Das hatte Friedrich Wilhelm auch gehabt, das hieß bei ihm Tabakskollegium. Da haben sie sich immer in Königs Wusterhausen in KW getroffen und haben sehr viel geraucht. Im KDW? Im KW, in Königs Wusterhausen. Nein, er hat ja auch die ganze Verwaltung umgebaut. Also er hat da das königliche Kronendirektions-, Militär- und Verwaltungsdings, Generalkolleg hieß das einfach, Generaldirektorium eingeführt, hat die Verwaltung gestrafft und hat da wirklich sehr viel getan. Er hat sich auch preußische Beamte ausgebildet, dieser ganze Beamtenstaat, damit die Verwaltung effizient ist. Das kommt auch aus der Zeit her. Er hat viel fürs Militär getan und viel gearbeitet. Er hat unglaublich viel gearbeitet, also war auch ein sehr fleißiger Mann, ne? Auch vielleicht aufgrund seiner protestantisch-pietätischen Einstellung, was der Herr Professor da erwähnt mit dem Recht, dass man Recht bekommt, das hat er wirklich sehr strikt ausgelegt, eigentlich aber auch im Sinne des Gottesgnadenstums, aber das ist halt sein Amt. Gibt ja diese Episode, dass er den Lover von Friedrich II., von seinem Sohn, ermordet hat, den Leutnant von Katte, also seinen Sohn, der Kronprinz, wollte fliehen, darauf steht nach preußischem Recht die Todesstrafe, weil er dachte, er hätte desertiert. Hätte auch beinahe seinen eigenen Sohn umgebracht, ist da nicht passiert, aber der Leutnant Katte... Der musste zugucken dabei, wie der umgebracht wurde, sein Kumpel. Ja, das ist richtig, ja. Genau, also dem Leutnant Katte, den ist er ans Leder, hat auch gemeint, das tut ihm jetzt schrecklich leid, aber es ist besser, dass Herr Katte stirbe, als dass das Recht stirbe. So, das war dann schon so... Das meint dann auch mit, dass er das Recht dann auch so... Naja, eine Apotheose des Rechtes vielleicht, dass man sich da nicht drüber stellen darf. Allerdings hatte das Recht als absoluter Monarch ja auch mehr oder weniger selbst eingeführt. Wobei, da gibt es vielleicht noch irgendwelche Naturrecht-Diskussionen oder positive Rechtsdiskussionen. Können wir gleich noch diskutieren? Er war sehr sparsam und dadurch hat er halt auch nicht viel gebaut. Außer, dass er Aristokraten angewiesen hat, bitte reiche Palais zu bauen, damit das Handwerk und das Gewerbe auch in Schwung kommt. Und ich will einfach nur kurz ein paar Sachen noch erwähnen, die in Berlin in dieser Zeit entstanden sind, in den Jahren 1713 bis 1740 in seiner Regentschaft. Geht auch ganz schnell. 1716, am Nordufer der Spree entsteht die Kolonie Moabit. Benannt nach Terre de Moab, das verwünschte Land aus dem Alten Testament, ist eine französische Gärtnerkolonie. Dort haben sich Hugenotten angesiedelt im Gebiet des heutigen Moabit, nördlich der Spree. Und auch ein Jahr später, 17. Dann hat sich da ja nichts verändert, ne? Tyabita Moabit. Schönes Super. Ein Jahr später, 1717, macht er den großen Tiergarten der Öffentlichkeit zugänglich. Es war halt auch eine barocke Parkanlage, ne? Alle, die ganzen Alleen sind auf den großen Stern ausgerichtet. Dort, wo heute die Siegessäule steht. Und da wurden die Zäune eingerissen. Es war ja ein Jagdrevier und wurde der Öffentlichkeit auch zugemacht. Es war ein Jagdrevier? Ja, ja, Tiergarten. Ne? Tiergarten, ja. Natürlich. Und ein bisschen abgeholzt da vom Brandenburger Tor wurde auch ein Teil des Tiergartens abgeholzt, damit dort ein Exerzierplatz entsteht. Der war aber dann sehr sandig. Das hieß dann Berlin-Sahara. Eine andere spannende Sache ist noch vielleicht... Er hatte so eine Art Hofnarr, der Berliner Historiograf, Geschichts- und Rechtsprofessor Jakob Paul Freiherr von Gundling, seit 1713 am Hof tätig und als Hofnarr behandelt, will sich dem Berliner Hof durch Flucht entziehen, wird jedoch aufgegriffen, zurückgebracht und 1718 Präsident der Sozietät der Wissenschaften. Also er macht seine eine typisch akademische Karriere. Er macht seinen Hofnarren, ja klar ist, das ist ein Akademiker, aber er macht ihn dann einfach auch zum Präsident der Wissenschaften, die von Leibniz gegründet wurde. Dieser Gundling, der hat wohl sehr viel gesoffen und gefressen und der wurde dann auch im Bornstedt in einem Fass beerdigt. In einem Weinfass. Okay. Also das war so ein bisschen der... Auf einen Wunsch. Der war auch im Tabakskollegium dabei, musste da die ganzen Generale unterhalten. Das war so ein bisschen dieser derbe Humor von dem Soldatenkönig, mit dem sein Sohn auch überhaupt nicht zurechtkam, der ja etwas schöngeistiger unterwegs war in jungen Jahren. Das war das mit der Schulpflicht... Es gibt 1720, gibt es am 12. August eine Katastrophe in Berlin. Am 12. August explodiert der Pulverturm beim Spandauer Tor. Pulver wird gelagert und das fliegt für das Militär und das fliegt in die Luft und dabei sterben 76 Menschen. Zahlreiche Gebäude werden zerstört, darunter die neu errichtete Garnisonskirche. Das ist die schwerste Katastrophe des 18. Jahrhunderts.
In Berlin explodiert was, 76 Menschen sterben. Also wenn das schon die größte Katastrophe für Berlin war, dann kann man im Allgemeinen von einer recht friedlichen Zeit. Vielleicht war auch ein langer Kerl dabei, ne? Das macht es noch schlimmer. Ja, statistisch gesehen nach der Gaußschen Normalverteilung. Ja. Das hatte ich erwähnt. Also mit anderen Worten, städtebaulich passiert nicht allzu viel in dieser Zeit. Nicht allzu viel. Mhm. 1733 wird in der Straße unter den Linden das Prinzessinnenpalais gebaut. Da heute das Operncafé, das steht auch noch als für seinen Finanzminister. Hast du es vor Augen gehabt? Okay. Ja. Ich hab's nicht vor Augen. Das Operncafé. So Schreck hinter der Oper. Ja. Oder 1734 bis 35 steht auch das Kollegienhaus in der Lindenstraße, das ist heute Teil des jüdischen Museums. Dort waren auch Teile der Staatsverwaltung untergebracht. Ich dachte, die Lindenstraße ist in Köln. Ja, doch, die Lindenstraße ist doch Teil, das ist doch die alte Via. Die alte Via Imperii, natürlich vom Hallischen Tor, führt die doch bis zum. Ja, so mit seiner Toleranz war das auch eine Sache. So Maurergesellen, die am Neubau der Petrikirche arbeiten, die ist abgebrannt durch Blitzanschlag, legen wegen der Abschaffung des Blauen Montags, Blue Monday, die Arbeit nieder. Der König will die Redelsführer hängen sehen und da man keine findet, wird einen wegen seiner roten Haare Verdächtiger gehängt. Er nimmt einfach irgendwen raus, will ein Exempel statuieren, du hast rote Haare, du wirst gehängt. Also so mit der Toleranz war es nicht weiter. Ja, also genau, die Petrikirche ist abgebrannt, auch der Turm. Durch dessen Zusammensturz wird das Kirchenschiff und 44 umliegende Häuser zerstört. Na, das mit Katte hatten wir erzählt und mit den Salzburgern. Es tut sich aber dennoch was in Berlin, so ein bisschen unter seiner Fuchtel. Und zwar im Jahre 1713 wird eine wichtige Grundlage gelegt. Der Buchhändler Christoph Gottlieb Nicolai gründet seine Verlagsbuchhandlung in der Heiliggeiststraße, die sich nach 1752 unter der Leitung seines Sohnes Friedrich Nicolai zum führenden Verlag der deutschen Aufklärung entwickelt. Um 1770 gilt sie als eines der Zentren des geistigen Lebens in Berlin. Also das 18. Jahrhundert ist ja nicht nur geprägt von Absolutismus und Kabinettskriegen, sondern es ist auch das Zeitalter der Aufklärung nach dem Barock. Und wenn Georg am Tisch ist, dann ist allen Hörerinnen und Hörern klar, dass es noch philosophisch wird. Georg, ich bin auf ein paar Sätze gestoßen. Die lese ich dir vor als Steilvorlage, glaube ich zumindest. Die intensive Lektüre der Werke des Konfuzius und des Mencius inspirierte Wolf, Christian Wolf, im Jahr 1721 zu seiner Rede über die praktische Philosophie der Chinesen an der Universität Halle. In dieser Rede diente Konfuzius und die konfuzianische Tradition als lebendiger Beweis für eine Ethik, die unabhängig vom christlichen Glauben über Jahrtausende eine Hochkultur geprägt hatte. Seine pietätischen Gegner beschuldigten Wolf in der Folge des Atheismus. Sie bewirkten, dass er 1723 sein Amt aufgeben und die Stadt Halle aufgrund eines Befehls des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. innerhalb von 48 Stunden verlassen musste. Eine Verbannung. Georg, was war da los? Ja, da war ein wichtiger Denker, vielleicht sogar der wichtigste Denker der Aufklärung in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, der Professor an der Universität Halle war. Und der war sehr stark geprägt im Grunde vom Denken von Leibniz. Wir kommen wieder zurück auf den Akademiegründer, von dem wir es schon hatten, hier auch im Podcast, der eben ein rationalistischer Weltgelehrter war, Leibniz. Und Christian Wolff ist derjenige, der am stärksten so ein rationalistisches Denken im 18. Jahrhundert weiterentwickelt hat und im Grunde ganz berühmt wurde dafür, dass er auf rationalistische Grundsätze versucht hat, alles, was man denken kann, das Logische, das Praktisch-Ethische und so weiter aufzubauen. Und was Christian Wolff auch gemacht hat, ist noch stärker als Leibniz, sich im Grunde dabei allein an dem Prinzip der Vernunft zu orientieren. Das heißt, nicht mehr die Religion primär sprechen zu lassen, sondern die Vernunft eigentlich in den Vordergrund zu stellen. Und das bringt ihn genau dann dazu, das zu tun, wovon du gerade berichtet hast, Christoph, nämlich sich chinesische Weisheitslehren anzugucken und zu sagen, da sehen wir doch das Prinzip der Vernunft genauso verwirklicht, genauso wie hier im christlichen Abendland. Und in dem Maße wird plötzlich deutlich, dass man durch Aufklärung Religion ersetzen kann, wenn man das jetzt sehr, sehr zugespitzt sagen will. Und das heißt, oder man kann es auch ein bisschen milder sagen, dass man durch Aufklärung die Religion im Grunde zu überbieten vermag. Und auf diese Art und Weise plötzlich
in eine Situation kommt, wo die Macht der Religion ernsthaft bedroht ist. Und das ist genau die Reaktion, die dann auch passiert. Die Pietisten, die in Halle sehr, sehr prägend sind. Ja, Halle war durch Franke und die frankischen Stiftungen ein Platz, der sehr, sehr stark pietistisch und zwar im Sinne eines lutheranischen Pietismus ausgerichtet war. Und die Pietisten sagen, das ist unerträglich, was Christian Wolff sagt, und sagen, er muss verbannt werden von der Universität und bringen eben den König dazu, ihn tatsächlich zu verbannen. Er muss die Stadt innerhalb von 48 Stunden verlassen. Christian Wolff ist aber damit mitnichten am Ende. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Der reüssiert weiter als im Grunde der große Philosoph in dieser ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, geht nach Marburg. In Marburg wird er ein hoch angesehener Professor. Er wirkt auch stark in die katholischen Länder hinein. Das ist sehr wichtig. Der Rationalismus setzt sich also nicht nur bei den Protestanten durch, sondern setzt sich auch in katholisch regierten Bereichen von Europa durch. Wolff gründet die erste ganz große Philosophenschule auch, wenn man so will. Das kann man auch anders sehen. Ich meine, Aristoteles hat über das ganze Mittelalter hinweg eine riesengroße Philosophenschule gegründet. Insofern könnte man auch sagen, dass es auch schon immer in der Philosophie oder im Denken Schulen gab. Aber es waren eben praktisch alle wichtigen Lehrstühle der damaligen Zeit durch Leute, die bei Wolff studierten oder sich Wolffs Lehren anschlossen, geprägt. Georg, sag doch mal bitte ein Wort zu Pietismus. Das war die Mode damals? Intellektuelle Mode in der Zeit? Nee, Pietismus, davon hatten wir es ja schon mal so ein bisschen vorhin kurz. Also Pietismus ist eben dieses gottesgläubige, sehr gottesfürchtige Leben, was aber eben auch heißt, dass man versucht, sich sehr, sehr stark auf die Schrift, auf die Bibel zu richten und im Grunde alle in Orientierung an göttlicher Lehre leben zu lassen. Ja, das ist sehr wichtig für den Pietismus und den gibt es in beiden Ausprägungen. Den gibt es sowohl in reformierter, also calvinistischer Tradition, als auch in lutheranischer Tradition. Und der ist in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstanden und ist sehr wirkmächtig gewesen in dieser Zeit, wenn man so will, auch nochmal als eine Reaktion des Protestantismus auf die katholische Gegenreformation. Ja, das heißt. Okay, also das Ganze spielt jetzt in der Zeit der Aufklärung. Ich bin ja nun kein Philosoph. Könnt ihr mir das vielleicht nochmal skizzieren oder mal Leute, was ist jetzt die Aufklärung? Was macht die Aufklärung aus und wann war die? Naja, die Aufklärung ist in erster Linie als deren Grundansatz zu verstehen, dass man sich nach eigenen Vernunftgesetzen zu richten habe und dass man in diesem Sinne alles an der Vernunft ausrichtet. Das ist die Hoffnung der Aufklärung und die ist in einer besonderen Art und Weise eben durch Christian Wolff in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts verkörpert, so dass Wolff die Lehren von Leibniz weiterentwickelt hat in einer Art und Weise, dass er ganz besonders alles, was er denkt, sowohl in Bezug auf zum Beispiel das Theoretische wie die Logik, als auch in Bezug auf das Praktische, also das heißt, was wir tun sollen in der Welt, dass er das an Vernunftgesetzen orientiert. Und dabei stößt er eben dann unter anderem auf die Einsicht, dass wenn er Konfuzius liest und chinesische Lehren liest, dass er das genauso vernünftig findet wie das, was man aus christlichen Gedanken ableiten kann. Und in dem Sinne ist die Aufklärung eben nicht nur dieses sich an Vernunft orientieren, sondern Vernunft auch die Herrschaft geben. Also das heißt nicht nur einfach bestimmte Gesetze befolgen, sondern sagen, davon muss eigentlich alles abgeleitet werden. Und das tritt in Konkurrenz sowohl zur religiösen Herrschaft, also das heißt zur Herrschaft zum Beispiel der pietistischen Lehren in der damaligen Zeit, in dem Kontext, in dem Wolff ist, weshalb er ja dann eben da aus Halle vertrieben wird, genauso wie es in Konkurrenz steht zu den staatlichen Systemen, ja, und das heißt zu der Herrschaft der absolutistischen Monarchen der damaligen Zeit. Das ist auch charakteristisch für die Aufklärung, ja, und in dem Sinne ist die Aufklärung ein Denksystem, was sich ab dem Ende des 17. Jahrhunderts entwickelt, was bei Leibniz in einer gewissen Art und Weise schon wesentlich im Spiel ist, was aber auch bei Leibniz Gegenspieler John Locke im Spiel ist, davon hatten wir es ja. Also das heißt, sowohl der Rationalismus als auch der Empirismus lassen sich mit gutem Recht als aufklärerische Denksysteme verstehen. Und die Aufklärung tritt dann eben im 18. Jahrhundert einen Siegeszug an und führt dazu, dass sowohl in den Religionen sich sehr viele Sachen verändern, als auch in den weltlichen Herrschaftssystemen sich viele Sachen verändern, über das 18. Jahrhundert hinweg, bis zur Französischen Revolution unter anderem. Einer der großen, wenn man so will, letzten
der sich ganz deutlich unter dieses Programm der Aufklärung gestellt hat, ist Immanuel Kant, der im Grunde jetzt auch nochmal ganz interessant mit Christian Wolff verbunden werden kann, weil Kant, als er jung ist, eben auch durchaus Wolffsche Philosophie studiert und dann erst später sich durch David Hume, ich hoffe, das hatten wir nicht jetzt schon, sagen das hier zum ersten Mal in dem heutigen Podcast, also das heißt einem Empiristen wieder, wir sehen nochmal dieses Wechselspiel von Rationalismus und Empirismus, was das ganze späte 17. Jahrhundert und dann das 18. Jahrhundert eben auch prägt, philosophisch, gedanklich. Kant lässt sich also von Hume irritieren, bleibt aber dem Programm der Aufklärung verhaftet. Das sieht man jetzt auch nochmal sehr deutlich und schreibt einen ganz berühmten Text, Was ist Aufklärung? Und redet davon, das sei der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ja, er definiert das richtig und sagt, das ist Aufklärung. Und da sieht man eben nochmal, dass Kant sagt, es geht eben darum, Mündigkeit herzustellen. Also das heißt, Menschen in den Zustand der Freiheit zu versetzen. Das ist eigentlich ganz zentral für Aufklärung. Und das heißt, wenn man das modern artikulieren wollte, könnte man sagen, es geht darum, Partizipationsrechte zu gewähren. Ja, und das heißt, wenn man jetzt den Leuten wie Friedrich Wilhelm I. das macht, Schulpflicht verordnet und in dem Sinne sie aus dem Analphabetismus löst, führt das dazu, dass sie eben tatsächlich lesen können und sie lesen eben möglicherweise auch andere Sachen, als man eigentlich gedacht hat, dass sie lesen sollen. Also nicht nur unbedingt die Bibel, sondern, und das stiftet ja ein Stück weit Freiheit. Und nicht nur in diesem religiösen Sinne, sondern auch mit Blick auf die Herrschaft geht es eben darum, Unmündigkeit zurückzuführen. Und das heißt, eigentlich die Herrschaft so einzurichten, dass sie allen gegenüber gerecht wird und dass sie für alle einsehbar wird, sodass jede Form der Willkür, die mit absolutistischen Herrschaftssystemen immer auch verbunden war, dass die im Grunde durch die Aufklärung gebrochen werden soll. Das ist zentral eigentlich für das, was Kant dann nochmal mit diesem Stichwort der Unmündigkeit versucht festzuhalten. War da nicht was mit einer Müde in Potsdam, Janni? Ja. Eine Sache, die wichtig ist mit Blick auf die Herrschaft, und wir reden ja im Grunde, wenn wir über Berlin reden, wesentlich eben auch über die Entwicklung eben des preußischen Hofs. Und was da wichtig ist, ist, dass eben nach Friedrich Wilhelm dem Ersten, sein Sohn Friedrich der Zweite, der alte Fritz, eben wesentlich aufgeklärtes Denken auch in seinen Herrschaftsstil integriert. Und deshalb redet man gerne von einem aufgeklärten Absolutismus. Ja. Und jetzt können wir zu der Mühle kommen. Jetzt passt die Mühle gut ins Bild. Nee, eigentlich nicht. Das erzähle ich dann bei Friedrich dem Großen in der Folge. Okay. Das hatte sich so, die Mühle kam so aus der Dynamik um das Recht, dass man sich auch als aufgeklärter Monarch nicht unbedingt über das Recht stellen kann. Genau, also das steht noch. Sehen wir Mühle. Ja auch schon bei Friedrich Wilhelm den Ersten, der hatte ja auch schon gemeint, er muss sich leider an das Recht halten und jetzt den Cut töten. Und Friedrich der Große, ja, er hat einen Prozess gegen einen Müller verloren, einen Gerichtsprozess. Er hat hinter Sanssouci, sieht man ja noch diese Mühle stehen. Die wollte er dann natürlich weghaben, weil die Aussicht verschandelt und er hat den Prozess gegen den Müller verloren. Da konnte auch der König nichts dagegen tun. Ja. Ja. Okay. Wir haben heute über den Soldatenkönig gesprochen. Ja. Wir haben die Aufklärung besprochen. Ich glaube, Voltaire hat das gesagt, andere Staaten haben eine Armee und in Preußen hat die Armee einen Staat. Gutes Schlusswort. Ja, ich bedanke mich bei euch oder wir bedanken uns gegenseitig bei uns. Danke. Danke. Ja, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Jo, tschüss.